zusammen. Ich bin der Soss. Ich möchte euch heute mein persönliches EDC, genannt MEDESC, vorstellen. Und wie der Name schon sagt, er soll mini sein, dass man ihn auch jeden Tag, jederzeit dabei hat und immer auf den Inhalt Zugriff hat. Vielleicht zum Anfang, das ist ein Schraubenschlüsselschächtel. Ich habe es zusätzlich mit einem Tape umrundet, damit es mehr oder weniger auch wasserdicht ist. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch, was ich da drin habe. Also, wir haben drin Mikropur-Tabletten für die Wasserdesinfektion. Eine Tablette reicht für 1 Liter pro 30 Minuten. Wir haben hier 7 Stück drin, das heisst, es sind für 7 Liter. Im Notfall würde ich sagen 1,5 Liter am Tag. Also gute 4-5 Tage, wo ich mit dem einfach das Wasser desinfizieren kann, ohne großen Aufwand. Dann habe ich einen Tampon drin, zum einen zum Feuer machen, zum Blutigen stoppen, um etwas aufzusaugen. Diverse Einsatzbereiche. Dann habe ich Zucker, um wieder ein bisschen zu Energie zu kommen. Dann habe ich Kompass dabei, dann haben wir ein Feuerzeug drin. Zündhölzli, wasserfeste, gerade mit der Rippfläche dazu. Zwei, drei kleine Stückchen Kohle, zum Feuer starten. Sehen zu reinigen und Wasser desinfizieren, zum etwas schreiben. Dann habe ich eine Kerze dabei. Ein Kerzchen. Im Notfall auch immer eine sehr praktische Sache. Man kann sich damit einen Ofen machen. Zum Beispiel zwischen Beinen, eine Decke, über die Knie. Dann tut das alles schön aufwärmen. Man kann mit dem auch Wasser kochen. Man kann sich eine Suppe machen, man kann das desinfizieren. Oder einfach nur ein Nachtlicht, um sich vielleicht wohl zu fühlen. Dann habe ich eine Handsäge. Oder eine Säge droht. Nimmt nicht viel Platz und kann auch ein Vorteil sein, dass man mal auch wirklich etwas Gröbes muss schneiden. Ein Sackmesser drin. Ein Sackmesser mit Schraubenzieher, Nagelfeile, scharfes Messer, Pinzette. Weiters habe ich Röhrli. Dann haben wir weiters drin 2-3 Reisnudeln. Ein Eifaden. Dann habe ich weiters Angelschnur. Das ist ein Nylonfaden, also relativ robust. Zum
Alarmsystem beim Camp machen etc. zu verwenden. Weiters habe ich eine Taschenlampe. Klein, aber sehr effektiv. Sie leuchtet sehr hell und ist sehr klein. Und der Vorteil ist, dass sie solarbetrieben ist. Auf der einen Seite. Dann hat es hier hinten noch eine Dynamo, was ich persönlich die absolut geilste kleine Taschenlampe finde. Dann haben wir zwei Angelhaken mit Faden schon eingefädelt. Dann hier innen schön im Karton verpackt. Rasierklinge, sehr nützlich, weil sehr scharf. Dann haben wir eine Pfeife, eine kleine, effiziente Pfeife. Dann habe ich mit das ein Stück Rot. Dann haben wir hier noch eine Nadel. Und die letzte Sache, die ich noch dabei habe, habe ich hier in das Plastiksäckchen. Für mich, meiner Meinung nach, eines der wichtigsten Gegenstände. Alufolie. Ich klappe das jetzt nicht auf, weil je mehr ich es aufklappe, umso mehr besteht natürlich auch vor, dass es risst oder Löcher drin gibt. Es ist so groß, dass man hier draus ein Gefäß machen kann, falls man nichts dabei hat, damit man das Wasser aufkochen kann. Damit man das Wasser überhaupt sammeln kann, um das Wasser desinfizieren, um Sachen zu kochen, zum Beispiel einen Fisch einwickeln oder als Spiegel, halben Spiegel. Falls man sich bemerkbar muss machen, kann man sich immer kleine Stückchen abreißen und die an Bäumen befestigen, zum Beispiel, das sind Sachen, die eben mit dem Licht einfallen, sehr gut reflektieren und von dem her auch gut sichtbar sind. Einsetzbar, eben, wie gesagt, ernste Sachen. Dann habe ich noch dabei eine Desinfektion für die Hände. Und das Letzte, was da drin war, sind so zwei, drei Kobi-Säckchen. Ein recht großes Säckchen, auch orange. Auch hier extra orange, dass man das eventuell auch als Markierung brauchen kann. Ja, das sind meine Sachen, die ich jeden Tag bei mir trage. Und das ist dann eben verpackt oder versiegelt. Und eben von der Größe her, was wir haben, schön Platz da drin. So viel Platz nimmt es nicht. Man kann es auch nicht mehr.